Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بیس فروری کا دن کہ یہ صرف پیشگوئی نہیں بلکہ ایک عظیم شان نشان آسمانی ہے جس کو خدا کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم Dies ist nicht bloß eine Prophezeiung, sondern ein großartiges himmlisches Zeichen, welches Allah, der Allmächtige, für unseren heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Wahrhaftigkeit, um seine Wahrhaftigkeit zu zeigen, geschickt hat und gesandt hat. In der Tat ist dieses Zeichen etwas, was viel größer und wundervoller ist, als einen Toten zum Leben zu wecken. Es ist viel größer, lebendiger und glorreicher, dieses Zeichen. Denn ein Toten wieder lebendig zu machen, bedeutet, dass man Gott anbetet und er eine Seele wieder zurückholt. Aber hier an dieser Stelle hat man durch die Segnungen Gottes und durch seine Güte und durch seine Gnade gesehen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mein Gebet an Gott gelegt hat. Dieses wurde akzeptiert und er hat mir versprochen, einen solchen gesegneten Geist zu schicken, dessen innere und äußere Segnungen auf der ganzen Welt Verbreitung finden werden. Scheinbar ist dies ein Zeichen der Lebendigkeit eines Toten, aber wenn man nachdenkt, dann wird man sehen, dass dieses Zeichen um ein Hundertfaches besser ist, als Tote wieder zum Leben zu rufen. Denn Tote kommen durch das Gebet zurück, aber hier wurde auch ein Geist zurückgeholt. Aber der Unterschied zwischen jenen Geistern und diesem Geist ist um ein Tausend- und Millionenfaches groß. Und wir haben gesehen, dass diese Prophezeiung des verheißenen Messias al-Islam mit einer Großartigkeit in Erfüllung ging. Und der Erfüller dieser Prophezeiung, wie die Geschichte zeigte, war Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih der Zweite. Die Gelehrten der Jamaat und die Mitglieder der Jamaat wussten, dass diese Prophezeiung in der Person des zweiten Kalifen in Erfüllung gegangen war, aber der zweite Kalif selbst hat niemals dies kundgegeben. Dass diese und er der Muslim Maud war, bis in ungefähr 30 Jahren nach seinem Khilafat, als sein Khilafat begann, im 30. Jahr seines Khilafats, im Jahre 1944, gab er bekannt, dass er der Muslim Maud ist. Heute werde ich zwei Freitagsansprachen von Muslim Maud Silatalano zusammenfassend in seinen Wörtern wiedergeben, im Allgemeinen in seinen Wörtern. Hazrat Muslim Maud Rasulullah Ta'ala Anho hat am 28. Januar 1944 gesagt, in seiner Freitagsansprache: Heute möchte ich etwas sagen, das zu sagen mir sehr schwer fällt aufgrund meiner Natur. Aber es gibt göttliche Prophezeiungen und Vorherbestimmungen, dass ich dies sagen muss. Deswegen
obwohl ich es nicht möchte und meine Natur dies nicht möchte, kann ich nicht davon abwenden und ablassen, das zu erzählen. Dann erzählte er einen Traum, den er hatte. Und in Erläuterung dieses Traumes sagte er, dass jene Prophezeiung, die über den Muslim Maud gemacht wurde, Allah für mein Wesen festgehalten hatte. Und davor hatte er dies nie gesagt und nie ausführlich oder unmissverständlich erläutert. Er sagte, die Menschen sagten zu mir und sagten mir immer wieder, was sie denn über diese Prophezeiung denken. Aber meine Lage war, dass ich niemals ernsthaft über diese Prophezeiung nachgedacht hatte und nicht mal in ernsthaft gelesen hatte, weil mit dem Gedanken, dass mein Nafs, mein Ego mich nicht betrügen möge und ich über mich nicht etwas sage oder denke, was den Tatsachen nicht entspricht. Schauen Sie, dass derjenige, der tatsächlich Muslimaud ist, so viel Vorsicht walten lässt und es gibt. Also Muslim Radiallahu sagt weiter über seine Scham diesbezüglich und über seine Enthaltung. Er sagte, dass Hazrat Khalifa Masih mir einmal einen Brief gab und er sagte, das ist ein Brief über deine Geburt und der verheißene Messias Islam schrieb diesen Brief mir. Veröffentliche diesen Brief in Tashizul Azhan, in der Zeitschrift, und diese Zeitschrift Tashizul Azhan war eine Zeitschrift, die Hazrat Muslim Radiallahu Anhu begann. Er war der Chefredakteur und er publizierte diese Zeitschrift. Hazrat Muslim Radiallahu Anhu sagt, ich respektierte die Anweisung vom ersten Kalifen und in seinem Respekt und in seiner Anweisung musste ich diese veröffentlichen, aber ich las diese nicht einmal richtig. Die Menschen sagten viele Sachen, als dieser Brief veröffentlicht wurde, aber ich blieb ruhig und ich sagte, es ist nicht sicher und es muss nicht sein, dass diese Person, über die dieser Brief ist, veröffentlicht werden muss oder nach vorne gekommen muss. Oder die Person, über die diese Prophezeiungen vorherrschen, dass sie dies auch sagen muss, dass sie die Person ist, über die diese Prophezeiungen sind. Beispielsweise sagt das Muslim oder Sallallahu Alaihi Wasallam, der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatte gesagt, dass eines Tages die Eisenbahn kommen wird. Und die Leute wissen, dass diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist, weil die Ereignisse dies gezeigt haben, die Leute haben dies gesehen. Es ist nicht wichtig, dass die Eisenbahn selber sagen muss, dass ich die Erfüllerin der Prophezeiung bin. Die Menschen, also Muslim oder Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, dass die Menschen mir verschiedene Prophezeiungen vor mir legten und sie bestanden darauf, dass ich sagen soll, dass ich derjenige bin, für den diese Prophezeiungen sind. Aber ich sagte immer, dass die Prophezeiung selbst spricht und ich nicht sprechen muss. Und wenn diese Prophezeiungen für mich sind, dann wird die Zeit dies selber zeigen, ob ich der Erfüller dieser Prophezeiung bin oder nicht. Aber wenn diese nicht für mich sind, dann wird die Zeit gegen mich sprechen. In beiden Fällen muss ich gar nichts sagen. Wenn dies nicht für mich ist, warum soll ich dann als Sündiger gelten? Und wenn diese für mich sind, dann brauche ich nicht zu übereilen. Und Allah wird selber dies zeigen. In der Offenbarung wurde gesagt, dass sie sagten, ist das derjenige, der kommen wird? Oder sollen wir einen anderen erwarten? Das war eine Prophezeiung des weißen Messias al-Islam, eine Offenbarung. Und der Muslim Maud sagt, eine lange Zeit verging, als die Leute fragten, wer der Muslim Maud ist. Und der verheißene Messias al-Islam, in seinen Offenbarungen gibt es natürlich Anzeichen dazu. Beispielsweise über Hazrat Yaqub al-Islam sagten die Brüder von Josef al-Islam, wirst du immerzu über Josef sprechen, bis du sterben willst oder bis du getötet werden wirst? Also Muslim Radiallahu Anhu sagt, diese Offenbarung erhielt auch der verheißene Messias al-Islam. Und genauso, dass der verheißene Messias al-Islam sagte, ich rieche Josef. Ich kann den Duft von Josef riechen. Dies zeigte, dass gemäß dem göttlichen Willen diese Offenbarung erst
nach einer gewissen Zeit in Erfüllung gehen wird, weil Josef auch seinen Vater erst nach einer gewissen Zeit wieder traf. Und also Muslimot sagte, auch wenn ich bis zum Tode dies nicht erfahren würde, dass diese für mich sind, diese Prophezeiungen, auch dann hätten die Ereignisse selbst gezeigt, dass diese Prophezeiungen mit meiner Hand und in meiner Zeit in Erfüllung gegangen waren und ich derjenige bin, der diese erfüllt hat. Aber Allah hat gemäß seiner Vorherbestimmung und gemäß seinem Willen dies gezeigt und mir das Wissen gegeben darüber, dass alle Prophezeiungen über den Muslim Maud über mich sind. Dann nannte Muslim Maud einige dieser Prophezeiungen, zum Beispiel, er wird 3 in 4 verwandeln. Also Muslim Maud sagt, immer wird die Frage gestellt, was dies denn bedeuten würde. Genauso Montag, gesegneter Montag, darüber wird gefragt, was dies bedeutet. Also Muslim Maud erläuterte dies und sagte, der verheißene Messias al-Islam hatte darüber nachgedacht, dass er aus 3 Söhnen 4 machen wird. Wenn man diese Bedeutung nimmt, dann heißt es, dann, und es ist offensichtlich, dass vor mir Mirza Sultan Ahmad Sahib, Mirza Fazal Ahmad Sahib und Mirza Bashir Awwal geboren wurden und ich war der 4. in der Hinsicht und nach mir gibt es 3 Söhne des Verheißten Messias al-Islam. Also wenn ich wieder einer, der aus 3 in 4 macht, genauso in meiner Khilafat hat Allah Mirza Sultan Ahmad Sahib die Möglichkeit gegeben, die Ahmadiyyat zu akzeptieren und so bin ich auch jemand gewesen, der aus 3 in 4 machte und es gibt also 3 Möglichkeiten, wie ich aus 3 in 4 machte, wenn man die Kinder des Verheißten Messias betrachtet oder Söhne. Und also Muslim sagt, aber Allah hat mein Wissen auch dahingehend gelenkt, dass nicht gesagt wurde, dass er 3 Söhne in 4 verwandeln wird, sondern in der Offenbarung wurde nur gesagt, er wird aus 3 in 4 machen. Und ich denke, dass hier der Geburtstag dieses Menschen gezeigt wurde. Diese Prophezeiung war im Jahr 1886 gemacht worden. Die Prophezeiung von Muslim Maud wurde zu Beginn 1886 gemacht. Und also Muslim Maud sagt, ich bin im Jahre 1889 geboren worden. Aus 3 in 4 zu machen bedeutet also, und Allah hat die Nachricht gegeben, dass er im 4. Jahr geboren werden wird und genauso geschah es. Und Dushamba Mubarak Dushamba, also Montag, gesegneter Montag, kann viele Bedeutungen haben, aber meines Erachtens bedeutet dies ganz eindeutig, Dushamba ist der 3. Tag nach Samstag. Genauso gibt es verschiedene Ehren des Prophetentums, und genauso wie die Ära des Prophetentums eine bestimmte Ära ist, genauso gibt es auch die Ära des Kalifen, welche in sich genommen geschlossen ist. Wenn man darüber nachdenkt, die erste Ära war die Ära des verheißenen Messias al-Islam, die zweite Ära war die Ära des Hazrat Khalifa al-Masih al-Awwal radhiyallahu ta'ala anhu, und der Muslim sagt, ich bin in der 3. Ära. Hier gibt es noch eine andere Offenbarung von Gott, die dies erläutert. Dem Verheißenen Messias al-Islam wurde prophezeit und offenbart. Fazl-e Umar. Hazrat Umar war auch der 3. in dieser Kette nach dem heiligen Propheten und dem 1. Kalifen. Dushamba, Mubarak Dushamba heißt also nicht, dass ein bestimmter Tag ist, der gesegnet sein wird, sondern damit ist gemeint, dass dieser verheißene Sohn in der 3. Ära der Ahmadiyyat geboren werden wird, also Montag, der 3. Tag nach Samstag. Und diejenigen, die für den Glauben, für die Stärkung des Glaubens aufgestellt werden, er wird der 3. von ihnen sein. In Fazl-e Umar wird genau dies erläutert. Quasi wurde gesagt, in den Wort Gottes,
Yufassilu ba'dahu ba'da, das heißt, einige Verse erklären die anderen, und dies, Fazl Umar hat also erläutert, was Montag, gesegneter Montag bedeutet. Aber, also Muslim sagt, es gibt noch eine andere Nachricht darin, nämlich Allah möchte auch einen gesegneten Montag zeigen, der nicht in meiner Macht stand, und kein Mensch konnte sagen, dass ich mit meinem Willen oder wissentlich dies getan habe. Das heißt Tahrike Jadid. Im Jahre 1934 wurde das in einer Situation gemacht, die nicht in meinem Ermessen lag, eine Tat der Regierung, in welcher gegen die Jamaat etwas vorgenommen wurde und die Ahrar mit ihrem Unfrieden dabei waren und wollten uns zerstören, hatte Allah mir in meinem Herzen die Offenbarung gelegt, dass ich diese Tahrik gründen soll, und ich hatte 10 Jahre für dieses Tahrik vorgesehen. Wenn der Mensch Opfer erbringt, dann gibt es auch einen Tag des Eid für ihn. Schaut nach den Fastentagen von Ramadan, kommt das Eid. Genauso, als wenn die 10 Jahre über unser Tahrik al-Jadid erfüllt sein werden, sagt der Muslim, denn damals war es noch nicht, waren es noch nicht genau 10 Jahre, sagt der Muslim, das wird der Tag des Eid sein. Und dieses Jahr endet im Jahre 1944, und der Muslim sagt, dass, wenn man das Jahr 1945 betrachtet, das 11. Jahr nach dem Tahrik al-Jadid, ist das Jahr des Eid. Und dieser beginnt mit dem Montag, und Montag ist Dushanba. Allah hat also in diesen Worten die Prophezeiung gegeben, dass in einer schwachen Zeit des Islams eine großartige revolutionäre Tahrik gegründet werden wird. Und wenn die erste Ära in Erfüllung gehen wird, dann wird dies ein gesegneter Tag für die Jamaat sein. Und die Situation bewies, dass die Zeit und die Geschichte bewies, dass durch das Tahrik al-Jadid in allen Ecken der Welt die Botschaft des Islams Verbreitung findet. Und wir sehen heute, dass die Tahrik al-Jadid viele Jahrzehnte vollendet hat, und in jedem Land der Welt, wo auch immer die Ahmadiyyat sich gefestigt hat, durch dieses Tahrik sich etabliert hat. Und dann hat also Muslim Maud einen Traum erzählt und dann gesagt, dass er der Muslim Maud ist. Also Muslim Maud hat dann nur erzählt über diesen Traum. In diesem Traum habe ich gesprochen, und meine Zunge sprach, Anal Masihul Maudu Masiluhu wa Khalifahu. In diesen Worten, diese Worte waren auf meiner Zunge. Und das war ein Wunder. Also Muslim Maud sagt, auch im Traum hatte ich das Gefühl, dass dies wundervolle und eigenartige Wörter sind, die ich sage. So muss man sagen, dass danach einige Menschen diesen Traum hörten und sagten, dass hier der messianische Geist gemeint ist. Und im 20. Februar 1986 hat der verheißene Messias genau dies gesagt, dass er der messianische Geist sein wird. Und also muss man sagen, dass am zweiten Tag Maulvi Salwar Shahsaab sagte, dass in der Prophezeiung diese Worte zu finden sind, er wird in die Welt kommen und durch seinen messianischen Geist und Geist der Wahrhaftigkeit wird er viele Kranke heilen. Also Muslim sagt, ich hatte in dem Traum gesehen, dass ich viele Götzen kaputt gemacht habe. Und auch hier findet man dieses Anzeichen, dass der Muslim mit dem Geist der Einheit Gottes die Götzen kaputt machen wird. Und also Muslim hat die Welt mit Schirk gereinigt. Drittens sagt der Muslim, sah ich im Traum, dass ich renne und laufe. Ich laufe nicht nur schnell, sondern renne. Und die Erde rollt sich auf unter meinen Füßen. In der Prophezeiung über den Sohn des Weißen Messias heißt es, er wird schnell wachsen und gedeihen
Und genauso sah ich im Traum, dass ich in verschiedene fremde Länder gereist bin und dort meine Arbeit nicht abgeschlossen habe, sondern dass ich noch weitergehen möchte. Ich sagte im Traum, O, du Diener des Gedanken, ich werde weitergehen und wenn ich von der Reise zurückkehre, werde ich sehen, ob du die Einheit Gottes etabliert hast, ob du den Götzendienst und Schirk bereinigt hast und den Islam und die Lehre des Weißen Messias al-Islam in die Herzen eingepflanzt hast. Allah hatte Worte an den Weißen Messias al-Islam gesendet und in diesen Worten finden wir dieses Anzeichen, dass er an allen Ecken und Enden der Welt Verbreitung finden wird und Ruhm finden wird. Er wird die Botschaft weiter verbreiten und wir sehen, dass diese Prophezeiung in der Tat durch Hazrat Muslim oder Radiallahu ta'ala anhu in seiner Zeit auf wundervolle Art und Weise in Erfüllung ging. Genauso in diesem langen Traum wurden fast alle Aspekte der Prophezeiung von Muslim Maud Radiallahu ta'ala anhu, viele Dinge wurden dort durch verschiedene Art und Weise ihm gezeigt in dem Traum. Ich werde nun, statt den Traum zu erläutern, werde ich, hat Hazrat Muslim radiallahu ta'ala anhu einige Ereignisse erzählt, wie die Prophezeiung des Weißen Messias al-Islam, die Ereignisse, die mit dieser Prophezeiung zu tun haben, werde ich nennen, wie das miteinander verknüpft ist, die Ereignisse in seiner Ära, in seinem Leben. Diese werde ich kurz erläutern. Hazrat Muslim radiallahu ta'ala anhu sagt, die Menschen sagten, dass ich ein Kind sei. In jener Zeit hat Allah mir das Khilafat gegeben. Und es wurde gesagt, er wird schnell wachsen und gedeihen. Dann sagte Muslim radiallahu ta'ala anhu, einmal war ich im Zimmer von Hazrat Ammajan und wartete auf das Gebet, dieses Zimmer war neben der Moschee und ich hörte von der Moschee Stimmen. Ich erkannte die Stimme von Sheikh Rahmatullah Sahib und er sagte, ein Kind wurde hier ernannt und wegen einem Kind wurde ein Unfrieden gestiftet und die Jamaat zerstört. Ich war verwundert, wer dieses Kind sei. Als ich in die Moschee ging, fragte ich, wer ist dieses Kind? Und er lachte und sagte, du bist das Kind. Also Muslim auch sagt, dass die Feinde und der Ausspruch der Feinde ist ein Beweis für die Erfüllung der Prophezeiung des Weißen Messias, nämlich, dass er schnell gedeihen und wachsen wird, weil die Feinde überrascht waren, weil diejenigen, die vor einigen Monaten mich als ein Kind bezeichneten, nannten mich in einigen wenigen Monaten einen klugen Schachspieler, der Züge zieht, nannten diese Feinde mich, obwohl die Menschen dachten, dass ich ein Kind sei und obwohl ich wirklich ein Kind war, hatte Allah mir im Alter von 25 Jahren eine Herrschaft gegeben, und zwar eine Herrschaft, die von spiritueller Natur war, keine weltliche Herrschaft, weil in der weltlichen Herrschaft hat der König ein Schwert und Armeen und Soldaten und Generäle und Gefängnisse und Schätze und er kann, wen er will, strafen und er kann, aber in der spirituellen Herrschaft kann jeder, der möchte glauben und jeder, der möchte weggehen, und es gibt keine Kraft oder weltliche Macht. Und Allah hatte mich zu einer Situation aufgestellt, wo nur einige Anas, einige Pfennige in der Kasse der Jamaat waren. Und Allah gab mir diese Arbeit in einer Situation, als fast alle großen, einflussreichen Menschen gegen mich aufgestellt waren.
und so weit gegen mich waren, dass einer in der Schule, Highschool, zeigte und zu der Schule sagte und zeigte und sagte, wir gehen und du wirst sehen, dass hier alsbald Christen herrschen werden. Ein 25-jähriges Kind, dem gegenüber scheinbar alles stand und weder Geld noch einflussreiche, erfahrene Menschen. Die Feinde waren im Besitz allen Reichtums und sie waren glücklich, dass hier die Christen herrschen werden. Und derjenige, dem die Herrschaft gegeben wurde, sie sagten, diese Menschen sagten, demjenigen, dem diese Herrschaft gegeben wurde, er wird gedemütigt werden und er wird verlieren. Wenn ein Mensch darüber nachdenkt, dann kann er wissen, dann weiß er, dass in einer solchen Situation, was das Volk in einer solchen Situation durchmachen muss. Vergleicht jenen Tag mit heute und diejenigen, die Augen haben, sehen, die Anzahl der Jamaat, als ich diese Jamaat übernahm, heute sind es 100.000-fach mehr Leute und heute gibt es 20-fach mehr Länder, in denen die Botschaft der Ahmadiyyat angekommen ist und jener Schatz, in dem nur 18 Anas waren, heute haben wir 100.000 Rupien in dieser Kasse. Auch wenn ich heute sterbe, sagt der Muslim, werde ich 100.000 Rupien hinterlassen in dem Schatz der Jamaat. Und noch mehr Bücher werde ich hinterlassen. Noch mehr Literatur werde ich hinterlassen. Und ich werde noch mehr Wissen hinterlassen für die Jamaat, welche ich bekam, als Allah mir das Khilafat gab. Jener Gott, der gesagt hatte, dass er schnell wachsen und gedeihen wird und Gottes Schatten wird über ihn herrschen. Diese Prophezeiung ging auf eine großartige Weise in Erfüllung, dass die größten Feinde diese nicht verleugnen können. Der verheißene Messias al-Islam hatte diese Prophezeiung als eine sehr wichtige Prophezeiung bezeichnet, wie ich auch am Anfang ein Zitat vorgelegt hatte, dass dies nicht bloß eine Prophezeiung ist, sondern ein großartiges Zeichen ist. Die Prophezeiung über diesen Sohn, in diesen Worten, der falsche Messias Islam sagt, dass 9 Jahre prophezeit wurden, dass in diesen 9 Jahren der Sohn geboren werden wird. Also Messias Islam sagt, wie kann man dies prophezeien, dass man überhaupt 9 Jahre lang leben wird und dass ein Sohn geboren werden wird und nicht nur ein Sohn, sondern dass er ein Zeichen für die Herrlichkeit des Islams sein wird. Was war das für eine Zeit, als der verheißene Messias Islam und die Feinde von allen 4 Seiten ihn angriffen, weil er sagte, dass er Offenbarungen von Gott erhält. Er hatte keinen Anspruch, ein Gesandter zu sein damals oder ein Mahdi zu sein. Damals machte er die Prophezeiung über einen Sohn mit diesen erhabenen Eigenschaften. Also Muslim sagt, wenn der Ruhm eines Stellvertreters genannt wird, dann ist der eigentliche Mensch gemeint. Das heißt, wenn gesagt wurde, dass er Ruhm in aller Welt erlangen wird, dann heißt das, dass dadurch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und der verheißene Messias Islam an allen Ecken und Enden der Welt Ruhm erlangen werden. Und schaut, wie großartig diese Prophezeiung ist. Zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam war Afghanistan ein Land, wo in einer gewissen Weise man sagen kann, dass dort 2 Shuhada waren, dass dort in gewisser Weise die Botschaft des verheißenen Messias al-Islam vorhanden war. In anderen Ländern waren es bloß Gerüchte, entweder durch die Feinde
oder dass ein Buch irgendwo geschickt wurde. Es gab keine richtige Jamaat in einem Land. Khaja Kamaluddin Sahib war in England, aber der verheißene Messias al-Islam, er nannte den verheißenen Messias nicht beim Namen und er sagte, dass das ein Gift ist, den Namen des verheißenen Messias oder der Jamaat zu nennen. Also selbst wenn in England der Name verbreitet wurde, dann der Name von Khaja Sahib, nicht der Name des verheißenen Messias al-Islam oder der Jamaat. Und als Muslim oder Salat al-Anhu zum Kalifen machte, durch die Segnung Gottes, sagt er, dass in Sumatra, in Java, in Strait Settlement, in China, die Ahmadiyyat verbreitet wurde, in Mauritius, in anderen Ländern Afrikas, in Ägypten, Palästina, Iran, in anderen arabischen Ländern, in vielen Ländern Europas wurde die Ahmadiyyat verbreitet. Und der Muslim Radiallahu Ta'ala Anhu sagte, auch in seiner Zeit die Anzahl in vielen Jamaats Tausende waren, in afrikanischen Ländern Hunderttausende Menschen, Ahmadis. Und in dieser Prophezeiung hat Allah auch gesagt, dass er mit innerem und äußerem Wissen, mit weltlichem und spirituellem Wissen begabt und erfüllt sein wird. Also Muslim sagt, ich möchte keine Ansprüche erheben, aber ich kann nicht verstecken, dass die Probleme des Islams, über die Licht zu werfen, wichtig war in dieser Zeit, dass Allah meine Zunge und meine Feder gesegnet hat und solche Artikel und solche Inhalte schreiben lassen hat, dass ich mit Anspruch sagen kann, dass wenn man diese Artikel und diese Schriften auf der einen Seite weglassen würde, kann man den Islam nicht verbreiten. Es gibt viele, viel Wissen des Heiligen Koran, die Leute nicht verstehen können, solange man nicht den Heiligen Koran durch andere Verse erläutert. Und es ist seine Segnung, dass er durch mich diese Probleme gelöst hat. Also Muslim Radiallahu Anhu sagt, der Islam macht zurzeit eine Zeit durch, welche eine Zeit der Schwäche ist. Durch den verheißenen Messias al-Islam hat Allah wieder den Islam beschützt. Aber zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam wurde der Islam nicht auf solche Weise zivilisatorisch angegriffen wie heute. Und Allah wollte, dass gemäß seiner Prophezeiung in dieser Zeit ein solcher Mensch aufsteht und er ihn mit seinem Wort segnet, der mit dem Geist der Heiligkeit und mit dem messianischen Geist eine Segnung enthält, der mit weltlichem, mit äußerem und innerem Wissen begabt sein würde, der die Angriffe der Feinde gemäß im Lichte des Heiligen Koran und des Heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und der Schriften des Heiligen Messias der Islam beseitigt und den Islam beschützt. Deswegen hat Allah seine Aufgabe getan und durch meine Schriften hat er sein Siegel der Erkenntnis gesetzt. Und solange Allah es nicht sagte, blieb ich ruhig. Aber als Allah mir sagte, da sagt er mir dies nicht nur bloß, sondern er gebot mir, das der Welt zu sagen und den Menschen zu sagen. Deswegen sage ich es, dass diese Prophezeiung in jeder Hinsicht auf meine Person in Erfüllung gegangen ist. Also Muslim sagt, Allah hat nicht nur mir dies gesagt, sondern durch seine Segnung hat er solche Umstände geschaffen, die als Beweis für die Erfüllung dieser Prophezeiung dienen, genauso wie der Mond am Himmel erscheint und die Sterne auch leuchten. Genauso haben viele Menschen verschiedene Träume bekommen, in denen dies wiederholt wurde, was ich geträumt hatte. Nach meinem Traum hat Dr. Mahmoud Latif Saab mir geschrieben und gesagt, dass er im Traum gesehen hat, dass ein Engel meinen Namen erwähnt und sagt, neben Propheten und Gesandten wird auch sein Name genannt. Neben Gesandten genannt zu werden, Propheten genannt zu werden, ist genau das, was der verheißene Messias al-Islam in seiner Prophezeiung gesagt hat. Nämlich er wird wie der Messias sein
Der verheißene Messias der Islam ist ein Gesandter und Prophet, und mit ihm werde auch ich genannt. Genauso hat ein Freund geschrieben, dass er im Traum gesehen hat, dass auf dem Minarett stehend er, der verheißene Messias der Islam, sagte, Laisallahu bikafin abdahu. Oder also Muslim sagt, Laisallahu bikafin abdahu, das ist eine der ersten Offenbarungen des verheißenen Messias der Islam. Und auf dem Minarett dies zu sagen, zu sprechen, bedeutet, dass Allah die Ahmadiyyat durch mich noch mehr verbreiten und festigen wird, wie vorhin gesagt wurde, wie in verschiedenen Ländern durch also Muslim oder Silat al die Ahmadiyyat Verbreitung fand. In seiner Zeit wurde das Tablir gemacht auf großer Basis. Und das sind die Grundsteine, auf denen auch heute die Arbeit läuft. Dann hat also Muslim heute sehr dann noch einige Träume genannt und Prophezeiungen genannt, dass Allah ihn mit seiner Offenbarung gesegnet hat. Und jene Aufgabe, die in der Prophezeiung des Verheißenen Messias genannt wird, lautet, ich hatte einen Traum gehabt, wahrscheinlich in der Zeit des Verheißenen Messias al-Islam oder am Anfang des Khilafat des ersten Kalifen, und ich hatte Mejid Sayyid Habibullah Shah Sahib diesen Traum aus Lahore, habe ich ihm und anderen Freunden erzählt, und er hatte vor einigen Tagen selbst diesen Traum erwähnt. Ich hatte geträumt, dass ich in der Madrasa Ahmadiyya, in der Ahmadiyya-Schule bin, und auch Maulvi Muhammad Ali Sahib steht da, und Sheikh Rahmatullah Sahib kommt und er sieht uns beiden und sagt, wollen wir einen Wettkampf machen, wer größer ist, wer eine längere Größe hat, Sie oder Maulvi Muhammad Ali Sahib, und ich war sehr besorgt. Aber er nahm mich zwanghaft mit dort, wo Maulvi Muhammad Ali Sahib stand. Maulvi Muhammad Ali Sahib ist vielleicht von seiner Körpergröße etwas länger als ich, aber als Sheikh Sahib uns beide dorthin stellte, sagte Sheikh Sahib sofort, ich dachte, Maulvi Sahib ist länger, aber Sie sind länger als er. Und ich sah im Traum, dass er mir nicht mal an die Brust reichen kann. Und Sheikh Rahmatullah Sahib holte einen Tisch und ließ ihn darauf stehen. Aber auch nachdem er diesen Tisch aufstellte, blieb er kleiner als ich. Dann legte er einen Stuhl auf diesen Tisch und Maulvi Sahib sollte dort stehen, aber trotzdem blieb er kürzer als ich. Und er wollte Maulvi Sahib erheben bis zu meinem Kopf, aber trotzdem blieb er unter mir. Und seine Beine waren so in der Luft, als ob er ein Kind wäre, und er konnte mir überhaupt nicht reichen, an mir reichen. Schaut, wie in diesem Wettbewerb das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Das ist ein Traum, vielleicht zu Beginn des Khilafat Ula, des ersten Kalifen, und Maulvi Muhammad Ali Sahib hatte überhaupt keine Rolle, sondern Khaja Sahib hatte eine große Rolle, aber Allah hatte schon prophezeit, was passieren würde, und schaut, Maulvi Muhammad Ali Sahib ist so unten geblieben unter mir, dass seine ganze Energie dahingehend verschwendet wird, dass er sagt, dass die Kleinen bei Gott anerkannt sind. Erst sagte er, wir sind 95% und diese Leute sind 4%, 5%. Das war Maulvi Sahibs Aussage vorher. Aber jetzt sagt er, die Jamaat in Qadian ist zwar größer und wir sind kleiner, aber dass sie größer sind, ist ein Beweis für ihre Lüge. Denn Allah sagt, meine wahren Leute sind klein in ihrer Gemeinschaft. Das war der Traum, dass er immer kleiner wurde und dass er sein Kleinsein als Zeichen der Wahrhaftigkeit sieht. Dann gibt es einen anderen Traum, beziehungsweise eine Offenbarung und einen Traum. Und Muslim sagt, Allah sagte mir in der Offenbarung, dass er sie zerstückeln würde.
Und diese Menschen nannten sich als 95-prozentige Jamaat. Aber heute ist ihr Zustand, wie ist ihr erbärmlicher Zustand? Allah hat sie wirklich zerstückelt. Und Raja Kamaluddin Sahib hat vor seinem Tode geschrieben, dass Mirza Mahmud eine Prophezeiung über uns gesagt hatte, dass, und das ist in Erfüllung gegangen, dass wir in Stücke gegangen, zerrissen wurden. Und Allah hatte mir prophezeit, dass er diese Menschen vor mir zerstückeln würde. Also Muslim sagt, Allah, ich möchte nur so viel erläutern. Er hat auch viele andere Sachen erläutert. Und Muslim sagt, es ist mein Ziel, dass ich einen kurzen Bericht darüber schreibe, um die Segnungen Gottes zu zeigen, eine Offenbarung. Das ist jetzt auch erschienen und es gibt es als Buchform, ein großes Buch. Also Muslim Maud sagt, dass Allah mir das Raib eröffnete und diese Prophezeiung in Erfüllung gehen ließ, dass Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu mit dem Geist Allahs gesegnet werden wird. Das ist ein Zeichen Gottes, welches er mir gab. Die Leute fragen, was war denn der Grund? Weil die Freunde mich doch schon vorher als Erfüller dieser Prophezeiung bezeichneten und ich erst jetzt bekannt gebe, dass ich der Erfüller dieser Prophezeiung bin. Was ist der Grund dafür? Ich sage, der Grund dafür ist genau das, was der Heilige Koran sagt. Ma kanallahu liyuzia imanakum. Allah, wenn er einen Verheißenen nach dem Gesandten schickt, dann möchte er nicht, dass die Jamaat ihren Glauben verliert. Deswegen schafft er solche Zustände, dass die meisten Menschen, dass viele Menschen und die meisten Menschen bereit sind, ihn zu akzeptieren. Und die Menschen haben die Prophezeiungen des Weißen Messias des Islam gesehen, wie sie in mir in Erfüllung gegangen sind und sie konnten so ihren Glauben stärken. Und ihr Glaube an dem Vers Messias Islam stieg. Also Muslim auch sagt, dass Allahs Hikmat genau darin bestand, dass Allah zum zweiten Mal die Menschen nicht eine Prüfung unterlassen wollte und ihnen einen Tod geben wollte. Der erste Tod war, als diese Menschen, die an den falschen Messias glaubten, und dass sie Muslim Maud radiallahu anhu nicht akzeptieren konnten, wollten, und sie wurden wieder lebendig, und Allah ließ sie in die Jamaat des falschen Messias Islam eintreten, aber sie konnten ihren Glauben lebendig halten, und danach zu glauben, dass Allah in ihrem Leben einen Verheißenen schicken wird, dessen Wahrhaftigkeit nach einer gewissen Zeit gezeigt wird, das bedeutet, dass man wieder die Gläubigen zu Kafir macht und eine Prüfung der Jamaat gibt. Das möchte Gott nicht. Deswegen hat Allah die Jamaat des Verheißten Messias al-Islam und er sollte in dem Leben der Gefährten kommen. Er machte ihn zum Kalifen der Jamaat und machte die Jamaat ihm gehorsam. Und so konnten die Umstände geschaffen werden, dass diese Prophezeiung in Erfüllung ging. Und auch derjenige, der Muslim sein sollte, erhielt von Allah die Prophezeiung, damit sowohl der Himmel als auch die Erde dies bezeugen konnten.
Auch in dieser Zeit möge Allah alle Menschen am Glauben halten und ihnen immer, sie immer vor Kufr beschützen. Die Menschen der Jamaat sollten auch von den Schriften von Hazrat Muslim radhiyallahu anhu profitieren. Auch in Urdu und in anderen Sprachen gibt es Literatur. Möge Allah allen die Kraft dazu geben. Nach den Gebeten werde ich ein Janazah-Raib verrichten von Sufi Nazir Ahmed Sahib. Er ist am 7. Februar in Deutschland im Alter von ungefähr 93 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Vor der Teilung Indiens war er im Militär und nach der Teilung hat also Muslim radhiyallahu anhu ihn auch zum Furqan Force als Instrukteur geschickt und er hat dort gedient. Danach in Karachi war er, hat er einige Zeit gearbeitet und dann in Mohammedabad in State Sindh hat er gewohnt und dort hat er ein Geschäft gehabt. Dort hat er lange Zeit als Sekretär Mal gedient. Und dann ging er nach Rabwa. Auch sein Sohn war in seinem Geschäft. Und als er in Rabwa war, hat sein Bruder ihm gesagt, er soll nach Sindh kommen. Aber er sagte, nein, ich werde nun in Rabwa bleiben. Und sein Sohn schrieb an Hazrat Khalifa Masih Salih Sallallahu Alaihi Wasallam, dass er ihn wieder nach Sindh schicken soll. Und der dritte Kalif, Hazrat Khalifa Masih Salih Sallallahu Alaihi Wasallam, rief ihn zu sich und sagte, er soll nach Sindh gehen. Er war in Rabwa, dort war auch der Sadr Halka von dem Mohalla. Und er sagte, Hazur, wir brauchen ihn, er ist ein aufrichtiger Diener. Also Khalifa Masih Salih sagte, auch in Sindh brauchen wir aufrichtige Diener. Und Sufi Sahib ging wieder nach Sindh. Er wollte selbst nicht nach Sindh gehen, nur weil der Kalif der Zeit, der Khalifa al-Masih, ihm dies anwies, ließ er seine Familie dort und ging nach Sindh. Und eine lange Zeit war er in Sindh und kam wieder nach Rabwa nach einer langen Zeit und diente in Sadr Anjuman Ahmadiyya in verschiedenen Abteilungen. Im Büro Privatsekretär in Rabwa arbeitete er auch. Im Jahre 1986 ging er nach Deutschland und bis zu seinem Tode war er in Deutschland. In Deutschland war er auch Sadr Jamaat in Heidelberg. Im Majlis Ansarullah hat er auch als Nazim Ilaka in einer Region gedient. Als Nazim Ilaka in Khilaf der Rabia hat er den ersten Preis als Nazim Ilaka bekommen. Er hat zwei Töchter und vier Söhne hinterlassen. Zwei Söhne, Jalal Shams Sahib und Munir Ahmed Javed Sahib, sind Waqf-e Zindagi. Ein Schwiegersohn, Hanif Mahmud Sahib, in Rabwa, Naib Nazir Islau Irshad, er ist auch Waqf-e Zindagi. Sein Sohn, Jalal Shams Sahib, schreibt, Dr. Jalal Shams Sahib, in charge Turkish Desk. Er sagt, dass er immer versuchte, dass wenn der Kalif der Zeit irgendwo war, dass er immer hinter dem Kalifen der Zeit beten wollte. Er war ein sehr gottesdienlicher Mensch und hat eine sehr schöne Art zu beten während des Gebets. Hatte er solchen Schmerz und Liebe, dass man dachte, dass seine Emotionen hervorkommen und er Gott so. Und sein Bruder Munir Javed Sahib war 6 Monate alt, als er Lungenentzündung hatte und es schien, als ob er nicht überleben würde. Und die Ärzte hatten gesagt, dass er nicht überleben würde.
Und er betete sehr stark. Mein Vater und meine Mutter beteten, dass, oh Allah, wir werden diesen Menschen, diesen Sohn Waqf machen, und Allah erhörte ihr Gebet. Aber es gab einen Zustand, dass seine Mutter sagte, dass das Kind im Sterben liegt, wo gehen Sie hin? Und er ging in die Moschee und er sagte, ich gehe dorthin zu demjenigen, der Gesundheit gibt. Er hatte solchen Glauben an Gott, und auch in Sindh, wenn ein Mitarbeiter der Jamaat dort Urlaub machte, diente er als Ersatz. Er hatte Wasiat gemacht, schon sehr früh, und hatte auch die Gewohnheit, junge Menschen zum Wasiat anzuregen, und er hatte auch Wasiat-Formulare bei sich, und er sagte, sie sollen Al-Wasiat lesen. Er schreibt, dass er seine halbe Kinder der Jamaat widmete, in dem zwei Söhne Waqf Zindagi sind und eine Tochter mit einem Waqf Zindagi verheiratet ist. Seine Tochter schreibt, dass er nicht nur selbst den Heiligen Koran rezitierte, sondern auch seine Kinder immer dazu aufrief. Er las immer die Bücher des Verheißten Messias al-Islam, und er sagte, ich habe diese Bücher dreimal gelesen, und fragte auch seine Tochter, ob sie gelesen hat, und sie war auch gegen üble Traditionen, aber sobald er immer das sah, dass etwas passierte, ging er dort weg und machte die niemals bei diesen Sachen mit, obwohl das auch bei unserer Familie nie gemacht wurde. Er hat eine lange Krankheit gehabt und schmerzvolle Krankheit gehabt, aber mit Dankbarkeit hat er diese Zeit verbracht. Über seine Gottesdienste haben seine Kinder und alle, die ihn kannten, gesagt, dass wie er betete und wie seine Seele in Gott aufging. Und er hatte auch zum Khilafat eine sehr große Beziehung, auch hier, wenn er hier war, im Büro, als er wartete, und er wollte mich immer grüßen und blieb immer stehen, obwohl er so alt war, und blieb er immer die ganze Zeit stehen. Hatte viele Eigenschaften gehabt, viele schöne Eigenschaften gehabt, möge Allah seiner Seele gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine Gebete. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.